So, guten Morgen. Ja, jetzt ist der Selfie-Stick Mann auch in großen Städten direkt unterwegs. Ich habe heute Morgen so einen wunderschönen Frühlingskranz gemacht für eine Kundin, die wohnt oberhalb vom Dorf und wir gehen das ausliefern. Ja, die Sonne geht langsam auf und große Städten erwacht, aber nicht wirklich, da Corona-Krise ist. Guten Morgen, schönen Tag, hab's gut. So, man trifft sich da im Dorf auch noch. Obwohl man ja zur Risikogruppe gehört, sollte man eigentlich gar nicht mehr nach draußen gehen. Ja, irgendwie wollen die Leute den Bundesratsentscheid langsam aber sicher nicht akzeptieren. Ich weiß nicht, warum sie ignorant sind. Die Leute, frage ich mich manchmal, ich weiß nicht, ob du das weißt, warum die Leute das nicht checken. So, es ist kurz vor 7 Uhr. Normalerweise sind da langsam aber sicher schon Kinder unterwegs, die zur Schule wollen. Und ja, es ist Tag 3, wo ich den Blumenladen nicht mehr offen haben kann. Und die Solidarität ist groß. Aber ich weiß nicht, soll ich nochmals mein Sortiment hochfahren und die Leute nochmals mit Blumen beliefern? Oder soll man einfach das Ganze mal abhaken und mal schauen? Wie schon gesagt, ja, der Bundesrat, der will, dass wir zu Hause bleiben. Ich könnte natürlich mit dem Auto gehen, aber ja, mein Bauch dankt mir auch, wenn ich jetzt da zu Fuß unterwegs bin und so einige Schritte sammle. Liebe Grüße an Patricia. Ich kann mir das Treppenlaufen noch ersparen. Wie ich mal am Anfang gesagt habe, könnte ich die Treppe im Haus einfach ganz, ganz oft rauf und runter laufen, wenn der Bundesrat uns definitiv, wie soll ich sagen, eine Ausgangssperre verordnen würde. So, ich nehme euch da mal mit, da ist unser Schulhaus, Großerstetten, ein kleines Schulhaus für die Unterstufe und da drüben ist der Barackenkindergarten und die Sekundarschule und da hinter mir ist etwas vom Schöneren, die Eulen, die da geschnitzt wurden, weil mal ein Baum fast auf Kindergartenprovisorium gefallen ist. Ja, Großerstetten, ein kleines Dorf, da bin ich zu Hause. Ich habe mir schon manchmal überlegt, ja, was könnte man euch alles sonst noch erzählen über mein Dorf, das mich prägt, das meine Kundschaft prägt und das ich einfach auch sehr, sehr schätze. So, da ist unsere Treppe, unser Dorf liegt ja wie am Hang, an den Sternenberg und ich laufe mal die Treppe hier hoch, mache jetzt noch einen kleinen Sprint. Ui, so geduscht habe ich heute Morgen schon und da unten seht ihr die Kirche und das Panorama, da vorne die Berge, das ist das Berner Oberland. Kann man gut Ski fahren. Die ist ja so auch wegen Corona schon beendet. Und ja, eine sehr, sehr schöne Region mit einem schönen See. So, den Kranz bin ich nun los und ich nehme euch da noch mit den steilsten Stutz von unserem Dorf herab. Und hier vorne seht ihr das Emmental, das ist so ein richtig hügeliges Tal, wo es ganz, ganz viele verschiedene Hügel gibt, Krachen gibt, Orte gibt, wo man einfach, ja, ich sag mal, nie weiß, wo man noch hinkommt. Und die Sonne, die lacht uns an. Und ich hoffe, ich werde jetzt, wenn ich dann wieder zurück im Geschäft bin, noch ganz viel Spannendes erleben. Und bleibt dabei, weil es gibt noch ganz vieles heute Spannendes zu erfahren, wenn der Blumenmann trotz Ladenschließung aktiv ist. Also bleib dabei. Das heißt, siehst du, wie steil unser Stutz ist. Hin hoch ins Dorf. So, ja, jetzt ist kurz nach, glaube ich, 4 Uhr schon. Die Zeit, die rast wie verrückt und ich habe noch einiges vor. Ich habe jetzt verschiedene Blumen ausgeliefert. Die Gemeindepräsidentin hat bei mir eine Audienz gemacht und gesagt, hey Kollege,
ab sofort keine Selbstbedienung mehr, also wirklich dicht machen. Ja, ich will den Coronavirus jetzt wirklich auch definitiv vertreiben und dadurch mache ich natürlich sehr, sehr gerne mit und alle Blumenläden dürfen jetzt hier im Kanton keine Selbstbedienung mehr machen. Ich hoffe, alle halten sich daran, weil Fairness und Coronavirus vertreiben ist natürlich das A und O. Ja, ich habe jetzt ganz viele Bestellungen noch für Osternäste, für Osterdekos, die ich dann jetzt mache, fortlaufend für Osterkränze. Und ich danke euch ganz herzlich, all jenen, die schon einen bestellt haben. Ich habe noch Kapazität, es kann halt zu kleinen Wartezeiten kommen, weil irgendwie bin ich schon im Flow, aber all diese Kreationen, die brauchen etwas mehr Arbeit als die anderen. Genau, jetzt hört ihr da im Hintergrund irgendein Traktor. Also ihr seht, wir sind da hier wirklich auf dem Land. Ich habe euch ja noch dass ich euch dann die Panoramaseite noch zeige und ich gehe dann mal weiter. Ich muss noch einkaufen gehen für meine Schwiegereltern, ich muss für meinen Schwager einkaufen, ich muss für uns noch einiges einkaufen, damit einfach eine Person nach außen tritt, ist das immer vorteilhaft, wenn man nicht als ganze Familie da irgendwo einkaufen geht und sich besser zu Hause aufhält als irgendwo sonst. Mir geht es sonst ansonsten sehr gut, ich bin immer noch sehr motiviert. Tag 3, wo der Blumenladen geschlossen ist. Ich habe ja morgen schon einen Spaziergang gemacht und ich zeige euch jetzt dann, wo Großerstetten liegt, wo Konolfingen liegt. Das sind so zwei Ortschaften, die wir dann gut sehen. Man sieht dann auch das Ahrental. Ich zeige das euch einfach. Und dann werde ich ins Ahrental nach Belp fahren und dort noch Hühner für meine Schwiegereltern organisieren. Ich frage dann den Hühnermeister, ob ich das filmen darf, wenn wir da die Hühner einfangen. Lassen wir uns überraschen, ob er ja sagt. So, wir gehen jetzt da mal und da, wenn wir in diese Richtung schauen, dann sehen wir das Ahrental und dann fahren wir da immer schön weiter und gehen da nach Konolfingen. Dort das längliche Gebäude, das weiß, das ist die Nestle-Fabrik. Hinten dran hat es ein so Center, wo sie ganz, ganz viele Sachen neu produzieren und ausprobieren. Dann sieht man da die neue Überbauung mit dem gelben Kran. Ich finde es ein ganz hässliches Gebilde, aber das bringt wieder Steuerzahler sicherlich in die Gemeinde Konolfingen. Dann haben wir da das Oberdorf von Konolfingen und dann sieht man hinter dem Wald, ich muss da noch ein wenig nach oben, da denke ich, sieht man Großhöchstetten, das ist dort, wo ich lebe. Das ist ein Dorf am Hang, wie ich heute Morgen schon erzählt habe. So, wir machen uns weiter und gehen dann mal wieder da, wo ich jetzt euch die Kameraeinstellung hin habe, einkaufen und dann die Hühner organisieren. So, ich bin nun wieder zurück in meinem Chaos. Ich hoffe, ihr seht, da liegen alle Sachen da einfach so rum. Und außen, wenn ihr nach draußen schaut, ist alles leer. Ja, sie haben mir ja den Selbstbedienungsladen zugemacht. Einige Kantone und einige Regionen, die haben das einfach noch offen gelassen. Ist mir auch egal, ich will im Reinen sein und das ist so klar jetzt. Auslieferungen mache ich noch. Ich mache auch noch Postversand mache ich natürlich auch noch, darum liegen da noch so viele Äste rum. Ich will noch so viele Nester wie möglich machen und die verschicke ich auch nach Österreich und nach Deutschland und natürlich in der Schweiz und nach Bern auch. Ja, also, ihr seht, ich habe noch ein riesen Chaos, ich habe noch so viele Sachen und ich hoffe einfach, dass ihr auch morgen wieder reinschaut, weil morgen habe ich eine Idee, mit meiner Tochter was zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das heute angekündigt habe oder nicht. Ich werde heute Abend noch Postkarten verschicken. Es haben ganz viele gefragt, schickst du mir eine Postkarte? Ich werde es da machen. Garantiere ich euch, wenn du auf meinen WhatsApp-Status schaust, dort werde ich zwei Karten zeigen, die ich geschickt habe. Also einfach meine Nummer mal speichern, dann siehst du eben meinen Status, kannst mir auch einen lieben Gruß schicken. Und ja, was kommt noch? Morgen, ich habe noch Bepflanzungen, dann Nesten und ja, vielleicht mache ich noch einen Spaziergang irgendwo hin. Lassen wir uns überraschen. Also, schau morgen wieder rein. Schlaf gut, bleib gesund und wir sehen uns. Dann sag ich einfach, tschüss und weg. Bis zum nächsten Mal wieder. Oh, Blumenmann, räum mal auf.